Ich bin gerade dem Erik und dem Alain begegnet. Die beiden sind auch hier auf der Motorradmesse. Ja, hallo. Hallo. Und Erik, du arbeitest gerade an deiner DVD von deiner letzten Reise durch Nordamerika. Ja, ganz genau. Ist jetzt gerade so, ich bin eigentlich fertig, geht nächste Woche ins Presswerk, Abenteuer Nordamerika erscheint dann. Und ja, ich wollte hier noch ein paar Hände schütteln, ein paar Leute treffen und vor allem auch mich jetzt ein bisschen informieren wegen der neuen Reise. Denn mit meinem Kumpel Alain, den der ein oder andere vielleicht noch aus Cologne, Shanghai kennt, geht's bald wieder los. Ja, back genau. Again. Back again und diesmal ausgeschlafen? Ich hoffe es. Ausgeschlafen war ich ja immer, nur nicht rechtzeitig. Ja, genau. Jo, die DVD. Erstmals gibt es was von dir auch auf Video. Was erwartet uns da? Ja, das war ein sehr spannendes Projekt. Ich habe ja bis jetzt eher geschrieben und ich fand es diesmal halt spannend, mit einem neuen Medium zu arbeiten. Wir wollten ja eigentlich nach der ersten Reise Cologne Shanghai schon einen Film machen, aber mein Kumpel hat ja Gott sei Dank ausgeschlafenerweise die Kamera verloren. Es stand schon in einem schlechten, hatten schon unter einem schlechten Stern, aber ich habe diesmal halt alle Aufnahmen mit nach Hause gebracht. Ich habe dann eine Rohfassung von 3 Stunden gemacht, den Film, habe den jetzt nochmal runtergekürzt und der Film wird 100 Minuten lang sein und da könnt ihr euch drauf freuen, das wird ein gutes, spannendes Ding werden. Okay. Ausschnitte habe ich schon gesehen. Super. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne ja bisher nur die Videos im Internet, die kurzen Zusammenschnipsel von der Reise und die haben mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und zu zweit macht ihr jetzt den nächsten Teil der Reise. Ne? Was habt ihr vor? Ja, wir werden jetzt im Mai fliegen wir zusammen nach Vancouver, wo mein Motorrad ja schon auf uns wartet oder er kauft sich dann wahrscheinlich eins. Er weiß noch gar nicht, mit was für einem Motorrad er fährt. Also wird sehr spannend. Wir treffen uns in Vancouver und dann wollen wir mal gucken, wie wir überhaupt die Tour machen. Also zur Not mit dem Fahrrad, aber egal. Naja, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, und wir wollen dann von Vancouver hoch nach Alaska an den nördlichsten Punkt ans Polarmeer. Dann quer durch Kanada unter Einbindung vieler Holzfällerrouten an die Ostküste, dann Ostküste USA, Neuengland. Und dann will ich versuchen, ob es irgendwie möglich ist, mit dem Schiff zurück dann nach Deutschland zu fahren. Aha. Soll das Motorrad dann wieder da bleiben? Den Motorrad nehme ich diesmal dann wieder mit. Also das ist dann ein zweiter Teil. Dann hat das Motorrad auch insgesamt 60.000 Kilometer in Nordamerika knapp gemacht und dann hat es einen Platz zu Hause verdient. Okay, Anna, Erik, ich wünsche euch viel Spaß, gute Reise. Ja, vielen Dank. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ja.